Hallo liebe Kids, willkommen zu unserem gemeinsamen Abenteuer. Mein Name ist Niklas Ludwig und über die nächsten 10 Wochen werde ich euch begleiten und motivieren. An meinem 18. Geburtstag habe ich den Rekord für den jüngsten Ironman in unter 10 Stunden aufgestellt. Das heißt, ich bin 3,8 Kilometer geschwommen, 180 Kilometer Rad gefahren und dann einen ganzen Marathon mit 42 Kilometer gelaufen. Inzwischen bin ich 20 Jahre alt, mache den Triathlon als Profi. Und mein ganz klares Ziel ist es, der beste Profi-Triathlet der Welt zu werden. In den letzten 2 Wochen habt ihr euch bereits super auf das Projekt vorbereitet in der Countdown-Phase und habt euch auch schon in der letzten Woche mit dem Armband vertraut gemacht. Das heißt, dem Start steht jetzt eigentlich wirklich nichts mehr im Wege. Ich bin schon gespannt, wie viele Schritte ihr sammeln werdet und drücke euch die Daumen, dass es so viele wie möglich sind. Ich kann euch nämlich wirklich sagen, gesunde Ernährung und Bewegung ist so enorm wichtig. Bei uns in der Kindheit war immer die einzige Regel, dass wir immer in einem Sportverein angemeldet sein mussten. Das heißt, ich kann euch wirklich sagen, wie wichtig es für euch Kinder, aber eben auch für mich als Sportler ist. In ganz Deutschland nehmen über 12.000 Kinder an der Challenge teil und jeder versucht, den Siegerpokal für seine Klasse nach Hause zu bringen. Das heißt, es kommt wirklich auf jeden Einzelnen in eurer Klasse an, dass er so viele Schritte wie möglich sammelt und dann könnt ihr euch den Siegerpokal vielleicht tatsächlich holen. Mit dem Step-Armband messt ihr dann eure körperliche Aktivität in Form von Schritten und eure tägliche Schritteanzahl bekommt ihr gleich auf dem Armband auch angezeigt. Wenn ihr dann das Armband mit der Step-App verbindet, dann werden eure Schritte in das Klassenkonto hochgeladen und dann gibt es eine Live-Rangliste mit allen Klassen in Deutschland, wo ihr dann seht, wo sich eure Klasse zum aktuellen Zeitpunkt befindet. Es wird auch zusätzlich dann noch Bewegungs-Challenges geben. In den Bewegungs-Challenges wird dann in diesem Zeitraum nochmal eure Aktivität in Punkten gemessen und wer dann dort ganz oben steht, der erhält auch noch einen Überraschungspreis. Das heißt, ich bin auch schon ganz gespannt, wer dort dann oben rauskommt und sich den Überraschungspreis sichert. Und was auch noch richtig cool ist, ihr dürft das Armband sogar nach der Projektphase behalten. Das heißt, passt wirklich gut drauf auf, denn es lohnt sich, es gehört dann euch. Jetzt gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer ganz viel Spaß, viel Erfolg, sammelt so viele Schritte wie möglich, bewegt euch so intensiv. Für mich geht jetzt das Training weiter, das heißt, seid ihr auch dabei. Sehr schön.